Die Weg vom neuen Feuerwehr- und Zivilschutzmagazin in Brattelen wird vom Einmarsch von der Musikgesellschaft eröffnet. Es folgen ein paar nostalgische Fahrzeuge und Feuerwehrgerätschaften. Stellvertretend für die verschiedenen Redner zeigen wir Ausschnitte aus der Ansprache von Rolf Wehrli, Gemeinderat und Präsident der Baukommission. Bis tief in die Nacht hinein dürfte es gehen. Wir von der Baukommission haben dafür gesorgt, dass das Fest genau an dem Wochenende ist, wo wir die Sommerzeit umstellen. Wir dürfen also eine Stunde länger feiern heute Nacht. Von der Baukommission können wir nur Positives berichten. Ich kann es schon bei der Aufrichtung sagen, motivierte Handwerker, professionelle Ausführungsplanung, kompetente Bauausführung, gute Koordination und verlässliche Ansprechpartner. Und das ist die obligate Schlüsselübergabe. Die ökumenische Segnung vom Magazin und den Menschen durch die beiden Pfarrer Daniel Baumgartner und Andreas Bitzi ist am Anlass angepasst und eindrücklich gewesen. Denn sowohl bei der Feuerwehr wie auch beim Glauben geht es schlussendlich darum, dass Vertrauen und Sicherheit bei den Menschen gestärkt werden. Und da können wir als Kirche durch die Feuerwehr noch ganz viel lernen. Ich habe nämlich letztens auf dem Internet einen Artikel gelesen. Der Artikel war übertitelt mit dem Titel «Wie hoch ist Ihr Vertrauen bei folgenden Berufsständen in Ihrem Land?» Und jetzt dürfen der Rote, welche Berufsgruppe das grösste Vertrauen genießt hier bei uns in der Schweiz, ist natürlich die Feuerwehr auf Platz 1. Und zwar in der Schweiz mit 93% von der Bevölkerung, die ein grosses Vertrauen zur Feuerwehr haben. Und ich glaube, bei uns in Brattelen wäre das sicher noch ein bisschen mehr. Was mich aber ein bisschen nachdenklich gemacht hat bei dieser Statistik, Andreas, ist, wir als Pfarrer, wir sind im hinteren Mittelfeld klassiert. Auf Platz 14. Jetzt habe ich da hinten aber ein paar Leute lachen gesehen und nicht öfter lachen, weil hinter uns klassiert sind dann schon noch die Journalisten, Finanzberater und Politiker. Wenn man das alles so anschaut, glaube ich, dann ist es auch, wenn wir es Vertrauen haben, dass wir hier noch eine Hilfe bekommen. Eine grössere Hilfe. Dass sozusagen etwas wie eine himmlische Feuerwehr uns hier zu Hilfe kommt und mit uns ist. Dann, wenn es schwierig ist, wenn es Einsätze sind, die auch sehr tragisch sein können, die wirklich eine Kraft braucht, das auch hier drinnen zu bestehen. Auf diese Hilfe vertrauen wir. Und die himmlische Feuerwehr hat eigentlich sogar einen Namen. Nämlich der heilige Florian. Er ist ja der Schutzpatron von der Feuerwehr. Wir bitten dich um die Segen für das neue Feuerwehr- und Zivilschutzmagazin. Wir bitten also heute auch um ein Segen
für die Feuerwehr, für den Zivilschutz und für all die Menschen, die das neue Magazin nützen dienen. Jetzt ist die ganze Bevölkerung eingeladen zu einem Apero, wo kann kombiniert werden mit der Besichtigung vom Feuerwehrmagazin. Schon während dem Apero ist die Jungmannschaft mit Begeisterung in Aktion getreten. Natürlich zeigen nicht nur die Jungen, was sie können. Da die neu gegründete ABC-Wehr Basel-Land in einer kombinierten Übung mit der Industriefeuerwehr pratteln. Der Zivilschutz hat interessierte Zuschauerinnen. Mit modernstem Gerät werden Betontrümmer aufgebrochen oder angebohrt. Parallel zu diesen Demonstrationen findet ein überregionaler Atemschutzwettkampf statt. Im Festzelt können sich Gross und Klein verpflegen. Am Abend folgt dann die Unterhaltung. An dieser Stelle ein Dankeschön der Mannschaft der Feuerwehr und dem Zivilschutz für die hervorragende Gastfreundschaft.